Hallo, hier ist Muho am 23. Dezember. Tut mir leid, dass ich so kurz vor Weihnachten noch einmal auf Buddhismus zu sprechen komme, nämlich auf das berühmte Leiden. Leben ist Leiden, soll der Buddha gesagt haben. Genauer genommen sagte er, wir sind immer irgendwie unzufrieden. Wir wollen immer noch ein klein bisschen mehr von dem und wollen ein bisschen mehr Abstand von dem unliebsamen Nachbarn. Woher kommt das? Weil wir eine Idee haben von dem, was wir sind, wer wir sein wollen, was uns zusteht und was wir nicht verdient haben. Aber von solchen Vorstellungen, von solchen Konzepten kann man sich befreien. Es gibt den achtfachen Pfad. Und manchmal ist es auch Leiden pur. Begegnung mit Leiden, das wir uns nicht ausgesucht haben. Und das erste davon ist ja schon die Tatsache, dass wir geboren wurden in die Welt. Wer hat sich das ausgesucht? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht hier sein. Ich bin jetzt aber in dieser Welt. Ich leide. Für manche Menschen ist schon das Leben an diesem einen Tag Leiden pur. Altern. Wenn man doch lieber jung bleiben wollte, auch das ist Leiden. Krankheit. Die Fragestellerin, um deren Frage es gestern ging und heute noch die Fortsetzung ein bisschen. Ne? Vor 3 Jahren war sie sehr krank und nicht akut suizidal, aber sie fragte sich, wenn ich das hier ertragen muss, diese Krankheit, dann wäre es vielleicht besser, ich sterbe. Aber so war es zumindest bei mir, als ich in jüngeren Jahren oft manchmal solche Selbstmordgedanken hatte. Was mich dann auffällt ist, ich will zwar nicht leben, aber sterben will ich eigentlich auch nicht. Ne? Das Leben ist sehr, sehr unattraktiv, aber beim Tod plötzlich ist man sich auch nicht so sicher. Ne? Denn wenn man diese Option wählt, man hat ja kein Rücktrittsrecht. Ne? Wenn man durch diese Tür einmal durch ist, und man merkt, oh, das war es doch nicht. Man kommt nicht wieder zurück. Das hat mich zumindest viele Jahre lang vom Selbstmord, vom Suizid bewahrt. Ne? Und die Fragestellerin gestern hat durch diese Krankheit das Leiden, das sie ja schon an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte, zu Selbstmordgedanken gebracht hatte, am Ende hat sie nicht etwa den Verstand verloren, sondern zu tiefer Gelassenheit gefunden. Sie hat sich verändert. Und obwohl jetzt auch ihr Ego wieder da ist, was ist denn da überhaupt passiert? Sie hat sich verändert und auch ihr Umfeld kommt jetzt besser mit ihr klar. Sie ist eine andere Person. Es passt alles besser. Oft leben wir unser Leben in dieser Welt so, als wären wir auf der Suche nach diesem Puzzlestück, das da noch fehlt, im Puzzle meines Lebens. Ne? Es passt nicht. Die ganzen Stücke, die ich hier habe, sie wollen nicht passen. Da fehlt noch ein Stück, das Stück zum Glück. Ne? Alles habe ich. Ne? Ich habe ein Dach über dem Kopf, genug zu trinken, genug zu essen. An Weihnachten, ne? Lebkuchen, wird alles da sein. Der Weihnachtsmann wird wahrscheinlich wieder selbstgestrickte Socken und alle möglichen Dinge, die ich mir gewünscht oder nicht gewünscht habe, bringen. Ne? Fehlt eigentlich nichts. Es fehlt nur dieses letzte Stück. Das letzte Stück im Puzzle meines Lebens. Vielleicht Satori. Wer weiß. Ne? Und dann erkennt man, ich war das Stück. Ne? Ich war das Stück. Ich wollte mich nur nie einfügen. Ne? Ich wollte immer, dass die anderen Stücke sich da an mich anpassen. Ne? Aber plötzlich großes Leiden. Du musst loslassen. Du musst sozusagen, du bist gezwungen, durch das Nadelöhr zu schlüpfen. Ne? Du kannst gar nicht anders. Entweder du stirbst hier auf dem Kissen oder vielleicht im Krankenbett. Oder du stirbst wirklich, du nimmst dir das Leben. Ne?
Aber solange du dir nicht das Leben nimmst, du musst total loslassen. Und dann plötzlich tiefe Gelassenheit. Und die Frage, auf die ich dann am Ende des gestrigen Videos nicht mehr komplett eingehen konnte, war: Ist das notwendig, dieses Leiden zu erfahren? Kann man nicht sozusagen wie der Wurm im paradiesischen Apfel, ohne in den Apfel reinzubeißen, von außen und dann vom Gott hinausgeworfen werden, hinausgeworfen zu werden aus dem Garten Eden? Kann man nicht sozusagen von innen erkennen, oh, ich bin schon im Paradies, ohne das Leiden sozusagen, ne? Muss man erstmal die Dornen gekostet haben und im Schweiße seines Angesichts malocht haben, um zu erkennen, das ist auch nicht so schlecht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zwar Ausnahmen gibt, Leuten, die eines schönen Tages auf der Parkbank von der großen Erleuchtung getroffen werden, wie von einem Blitz aus heiterem Himmel. Aber die meisten von uns müssen tatsächlich Leiden gekostet haben. Leiden, dass sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Oder im Fall von einem Sesshin, okay, wir haben uns selber angemeldet für das Sesshin, wir haben uns das ausgesucht. Aber dann am dritten Tag kommt es oft doch anders, als wir es uns bestellt haben, ne? Und was ich dazu noch vorlesen wollte, ist ein Kommentar, der sich nicht direkt auf die Fragestellerin bezieht, dessen Kommentar aber hier passt wie die Faust aufs Auge, nämlich der folgende Kommentar. Eines habe ich die letzten Jahrzehnte gelernt, mehr als mir zu diesen Zeiten lieb war. Leiden bildet. Und ich glaube nicht, dass er hier meint, Leiden ist gut für die Allgemeinbildung. Leiden macht uns schlauer, sondern Leiden formt uns, also bilden im wirklichen Sinne, ne, von bildender Kunst, oder es formt uns. Es formt das Puzzlestück, das nie passen wollte. Du gehst durchs Leiden und plötzlich passt es. Plötzlich geht das Kamel durchs Nadelöhr, es passt dadurch. Leiden bildet das Kamel. Leiden bildet das Puzzlestück, so verstehe ich das. Oder, um es mit den Worten Meister Eckharts zu sagen, obwohl ich kein Christ bin: Leiden ist das schnellste Pferd auf dem mystischen Weg. Leiden ist das schnellste Pferd. Also es gibt andere Pferde. Es gibt wahrscheinlich andere Wege ohne Leiden. Und da hier von den Pferden die Rede ist, es gibt im Shobogenzo von Dogen auch ein Kapitel mit dem Titel Das vierte Pferd, auf Japanisch Shime, das vierte Pferd. Das erste Pferd, ich glaube, das sind auch wieder Zitate aus irgendwelchen Sutren, ne? Das erste Pferd rennt sozusagen aus eigener Ambition, oder es muss nur den Schatten der Peitsche sehen. Das erste Pferd, es reicht eigentlich, das Beispiel des Buddhas zu sehen, und schon macht es sich auf. Ich will so leben wie der Buddha, so praktizieren wie der Buddha. Das ist eine Freude für mich. Das zweite Pferd muss die Peitsche am eigenen Leib spüren. Du musst, so wie der Buddha, tatsächlich das Leiden mit eigenen Augen gesehen haben. Ja, ja, das stimmt. Offenbar ist Leben Leiden, ne? Das dritte Pferd, da muss die Peitsche richtig ins Fleisch eindringen. Das heißt, es reicht nicht nur zu erkennen, ja, das ist so, ich sehe das, sondern es muss dein Leiden sein und es muss sich auch nach Leiden anfühlen, bevor du dich wirklich aufmachst. Und das vierte Pferd, auf das sich dann Dogen bezieht, da geht die Peitsche bis auf die Knochen. Und das vierte Pferd ist das dämlichste Pferd. Aber manchmal ist es eben genau das vierte Pferd, das auch das schnellste ist. Wenn dir die Peitsche des Leidens bis auf die Knochen kommt, du spürst es bis auf die Knochen, Leben ist Leiden, dann geht es oft sehr viel einfacher mit dem Sterben auf dem Kissen.
Und die, die sagen, ja, kann ich das nicht auf der Couch ebenfalls praktizieren, ne? Ja, du kannst das auch auf der Couch praktizieren, ne? Zazen. Im Liegen, im Stehen, auf der Parkbank, in der Sonne oder auf dem Schlitten, ne? Beim Schlittenfahren. Zazen praktizieren geht auch, ne? Aber unter Umständen. Wenn es ein bisschen weh tut, ist es schneller, ne? Wobei es auf die Geschwindigkeit auch gar nicht so sehr ankommt. Oder es geht noch ein bisschen weiter, ne? Oder um es nochmal in üblicher, geschwätziger Weise, sagt der Kommentarspalter, der bezieht sich, glaube ich, nicht auf meine Geschwätzigkeit. Oder um es nochmal in üblicher, geschwätziger Weise mit meinen Worten zu sagen, das Brett vorm Kopf zum Surfbrett machen. Ich weiß nicht, ob er da dasselbe sagt wie Meister Eckhart, ne? Das Brett vorm Kopf, also die ganzen Konzepte, aber ich habe das doch nicht verdient. Das Leiden, die Probleme, das Ego, das Brett vorm Kopf zum Surfbrett machen, aus der Not eine Tugend machen. Surfe das Leiden, surfe das Ego, surfe deine Probleme. Und ja, damit hoffe ich, die Frage nach dem Leiden einigermaßen beantwortet zu haben. Morgen unterhalte ich mich wieder mit dem Dirk Günne am Heiligen Abend. Und dann ist Weihnachten, ne? Ich wünsche euch schon mal im Voraus, ne, einen gesegneten Heiligabend, schöne Weihnachten. Aber ihr werdet auch an diesen Tagen Videos von mir hochgeladen bekommen, ne? Falls ihr euch langweilt, ne?